Herzlich willkommen bei einem weiteren Video. Heute ein bisschen Botanik dabei und das hat einen Grund. Und das zeige ich dir jetzt. Heute geht es um den Efeu. Nicht nur schön zum Dekorieren, sondern damit kannst du tatsächlich Waschmittel herstellen. Der wächst überall. Überall, du hast das ganze Jahr Zugriff auf den Efeu und daher hast du umweltfreundliches und kostenloses Waschmittel. Spannend noch beim Efeu ist, dass wenn sie jung sind, dann sehen sie so aus. Dann haben sie diese dreizackigen Blätter und nach circa 10 Jahren wird der Efeu geschlechtsreif und dann sieht das Blatt so aus, so wie ein kleines Herz. Und dann ist der Efeu geschlechtsreif, dann trägt er Blüten und danach so diese Beeren. Von den Inhaltsstoffen ändert sich nichts, aber spannend. Das wusste ich auch nicht, habe ich gelernt. Ich werde zuerst eine Dekoration zeigen mit dem Efeu und danach zeige ich dir, wie ich das Waschmittel oder Spülmittel herstelle aus Efeu. Wirklich extrem einfach, schnell zu machen und wie gesagt, kostenlos. Danach sieht das so aus. Und wenn du das schüttelst, dann siehst du die Seifenstoffe. Efeu enthält Seifenstoffe und daher ideal als Waschmittel zu gebrauchen. Und dann ein kleiner Schwenk zum letzten Video. Ich glaube, letztes Video. Die Pusteblumen, sie sind jetzt da oben dekoriert. Habe ich doch noch Löwenzahn gesammelt und mir Löwenzahnhonig hergestellt. Extrem lecker. Sehr, sehr gesund, ein super Anti-Aging. Wenn dich das interessiert, mache ich gerne ein Video darüber. Wirklich auch, es kostet dich ein Kilo Zucker und eine Zitrone, einen schönen Spaziergang und dann hast du was Leckeres zu Hause oder zum Verschenken. Das war das zu der Botanik und jetzt dekorieren wir die traurige Laterne. Hier bin ich wieder. Meine Laterne ist gereinigt. Und jetzt werde ich die für vorne an der Haustür dekorieren. Auch wieder alle Sachen aus der Natur. Und ein Marmeladeglas. Das stelle ich jetzt hier rein und dann habe ich heute Morgen bereits wunderschöne Wiesenblumen gesammelt und mein Telefon klingelt. Und die werde ich jetzt hier rein dekorieren. Natürlich auch der Efeu kommt rein, dann habe ich hier Vergissmeinnicht, Gräser. Die werden alle kennen, da weiß ich jetzt gerade der Name nicht. Und hier drüben diese wunderschönen Blüten. Dann starten wir und wir bringen ein bisschen Frühling in die Laterne. Hier habe ich noch ein paar Äste gefunden, da sie ja mal wieder fleißig am Abholzen sind. Und dann schnappe ich mir immer so ein paar Äste, damit wenigstens ein paar Äste noch ein bisschen länger leben dürfen. Und die möchte ich jetzt auch hier rein dekorieren, damit ich etwas Höhe gewinne. So. Schau ich. Fertig ist die Dekoration. So schnell geht's. Der Efeu.
Vergissmeinnicht. Mann! Ich bin wieder da. Der zweite Anruf innerhalb von 2 Minuten. Okay, ich habe den Efeu Vergissmeinnicht mal reingetan. Eigentlich ist die Dekoration so schon fertig. Mir gefällt es eigentlich so schon. Aber wir machen jetzt noch ein bisschen was rein. Hier mache ich nochmals Vergissmeinnicht und dann was Gelbes. Damit ich mich nicht mehr blamiere, habe ich eine App. Hier habe ich noch den Schneckenklee gesammelt. Gehört zu der Familie vom Klee. Ganz süße kleine gelbe Kügelchen. Die kommen rein und noch Gräser. Gräser gehen immer. Und fertig ist die Dekoration. Man kann jetzt hier noch unten noch ein paar Steine reinmachen, wenn man das möchte. Oder etwas Sand. Das, finde ich, kommt aber dann erst im Sommer. Aber das ist eine schöne Frühlingsdekoration, die geht schnell und sieht hübsch aus. Und die stelle ich jetzt mal zum Eingang. Die Laterne steht jetzt draußen im Eingangsbereich. Heute habe ich einen Kurs und dann ist es schon ein ganz anderer Empfang für die Kursteilnehmer, wenn was Schönes im Eingangsbereich steht. Nun kommen wir aber zum Efeu. Wie machst du Waschmittel oder Spülmittel aus Efeu? Ganz einfach. Du pflückst dir eine Handvoll Efeublätter. Zerkleinerst die ganz grob, die kannst du auseinanderreißen, machst es in ein Marmeladenglas rein, kochst dir Wasser auf, übergießt das Efeu, bis alle Blätter bedeckt sind und lässt es ca. 20 Minuten stehen. Und dann kannst du den Schütteltest machen. Du schüttelst das Glas und wenn es oben anfängt zu schäumen, dann ist es grundsätzlich gut. Dann kannst du die Efeublätter rausnehmen und hast Waschmittel. Das kannst du anwenden wie handelsübliches Waschmittel. Du solltest es spätestens nach 3 Tagen aufgebraucht haben, weil es dann Keime bilden könnte. Aber es funktioniert, die Wäsche wird sauber und ich finde das eine geniale Alternative. Ich werde mein Waschmittel nur noch so herstellen. Das wäre das. Wenn du es noch einfacher haben möchtest, du keine Zeit hast, dann nimm dir zum Beispiel einen alten Socken oder ein Baumwollsäckchen. Ja? Machst eine Handvoll da rein. Ab in die Spülmaschine und die Wäsche ist sauber. Einfacher geht es nicht mehr. Umweltschonend und kostenlos. Was will man mehr? So, das war's für heute. Heute ein bisschen ein anderes Video, aber ich bin davon so begeistert, von diesem Efeu. Das wollte ich euch unbedingt zeigen. Und die hier
die werde ich jetzt noch verdekorieren. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Geh in die Natur, sammle, was das Zeug hält. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Wir sehen uns sehr bald wieder. Tschüss zusammen. Efeu, der wächst überall. Überall. Und das ganze Jahr. Tschüss.